50 Ways to Leave the Crisis. Da sind wir wieder. 30 Minuten. Es geht wieder darum, mit Zuversicht aus der Krise herauszukommen. Diesmal geht es um Content, um Methodik, um Bildungsinhalte, Lehr- und Lerninhalte, was auch immer das sein soll. Ich sitze hier wieder alleine, aber ich bin nicht alleine. Ich winke schon einmal ganz kurz rüber zu Anita Stangl. Hallo Anita. Und zu Fabian Sigismund. Hallo, ich fühle mich bewunken. Wunderbar. Dann fühlt euch bewunken. Ihr könnt es nicht sehen, aber deshalb spreche ich ja darüber. Was ist nicht alles passiert? Ich habe wieder als Vorbereitung nachgeschaut, was im Moment durch das Netz geistert. Wo hakt es im Homeschooling? Angeblich wurden 14.000 Eltern befragt, von dem Landesbeirat der Gymnasien beim MDR zu laufen. Die Lehrer arbeiten kaum mit digitalen Unterrichtsmaterialien. Also da gibt es überhaupt nichts. Dann gleich der nächste Treffer. Fast über 60% der Schüler sind ohne Feedback. Sowas kann bei YouTube überhaupt nicht passieren, da geht es gar nicht ohne Feedback, aber beim Lernen scheinbar Homeschooling scheint Probleme zu machen und dann kommt die direkte Überleitung auch zu Anita. Wir brauchen keine digitalen Materialien, habe ich dann gelesen, das ist alles Blödsinn, wir brauchen persönlichen Kontakt, Verlage und Mediendienstleister sind in dieser Zeit eigentlich unwichtig. Anita, da bist du bist Geschäftsführerin der Medien-LB und Vorstand des Bündnis für Bildung. Wie geht's dir? Wo sitzt du gerade und wie sieht's damit aus? Seid ihr eigentlich unwichtig im Moment? Also ich sitze bei mir im Office in Starnberg. Mir geht's prächtig und natürlich sind wir überhaupt nicht unwichtig. Im Gegenteil, also die Nachfragen sind im Moment gigantisch. Nicht nur nach Filmmaterial, sondern wir haben ja vor 2 Jahren unsere Produktion auch noch erweitert und interaktives Arbeitsmaterial und die Nachfrage ist großartig und ich kann auch nur allen Schulen empfehlen, sich wirklich das Material mal anzuschauen. Die Schulen, die es einsetzen über Teams, Moodle oder sonst was, sind unglaublich dankbar, dass sie jetzt Material haben. Okay, also das ist erstmal ein klares Statement. Fabian, bei dir sieht es anders aus. Du bist Moderator, Redakteur und YouTuber. Da habe ich ganz zum Schluss natürlich die Frage der Fragen. Dein Kanal heißt Spielplatz und Sigismund. Es hat aber überhaupt nichts mit Tennis zu tun. Also es fliegen keine gelben Bälle über deinen Bildschirm. Dein Hintergrund ist grün, wie bei allen YouTubern. Da weiß man immer gar nicht, was die gerade machen. Was treibst du eigentlich so? Was treibe ich eigentlich so? Also ich erkläre grundsätzlich Leuten, wie das Internet funktioniert oder im Speziellen, wie YouTube funktioniert. Das heißt, ich bin Berater für diesen ganzen Webvideo-Quatsch, sage ich mal. Also wenn irgendwer sagt, wir wollen jetzt auch mal was mit diesem YouTube machen, dann erkläre ich denen, wie funktioniert das und was könntet ihr konkret da machen. Und weil ich das eben nicht nur hauptberuflich mache, mache ich eben auch nebenberuflich selber YouTube. Ich meine, das ist ja naheliegend, ne? Wenn man schon weiß, wie es funktioniert, kann man es auch gerade selber machen, wenn man Spaß dran hat. Und das habe ich schon seit langen Jahren. Ich habe angefangen als Gaming-Journalist, war dann für 3-4 Jahre bei ProSieben, habe dann da eben so Geschichten gemacht und mache das jetzt alles selbstständig. Das heißt, es ist bei mir, ich bin immer im Homeoffice, habe deshalb im ersten Moment überhaupt kein Problem. Genau, und du schläfst mit diesem Ding auf dem Kopf, oder? Natürlich, nur so sehen meine Haare so gut aus. Okay, komm, lasst uns anfangen. Wo kommt denn eigentlich dieser richtige Content her, Anita? Ich weiß ja, dass ihr ganz viel Filmmaterial habt, aber nimm uns doch erstmal mit, wo kommt das her? Macht ihr das alles selber? Und wie geht ihr in der jetzigen Zeit auch mit diesem Bedarf, den du ja richtigerweise geschildert hast, um? Also wo der Content herkommt, wir machen den tatsächlich selbst. Wir machen im Jahr über 80 Projekte, Filmprojekte. Wir haben 7 Kamerateams für uns, die Filme machen auf der ganzen Welt und produzieren das dann hier im Haus fertig. Wie der Content an die Schulen kommt, das ist auch ganz einfach. Es gibt in Deutschland 600 Medienzentren und die Medienzentren sind dafür zuständig, die Schulen mit pädagogisch wertvollen Content zu versorgen. Die wählen aus, was sie für pädagogisch wertvoll und für ihr Bundesland geeignet halten und kaufen das bei uns ein und stellen das allen Schulen in ihrem jeweiligen Landkreis zur Verfügung und zwar kostenlos. Okay, das heißt, ihr habt ein richtiges Vertriebsnetz mit den Medienzentren, die wahrscheinlich früher solche Filmrollen gestapelt haben im Regal und die stapeln jetzt sozusagen nichts mehr, sondern die greifen auf eure Inhalte zu und geben die an die Schulen weiter. Vielleicht noch ergänzen. Die Medienzentren machen das natürlich auch nicht mehr als DVD, also erst recht nicht als Filmrolle, aber auch inzwischen fast nicht mehr auf DVD,
sondern auch alle online. Und zwar gibt es eigentlich in jedem Bundesland eigene Online-Systeme, die in jedem Land anders heißen. Hier bei uns in Bayern ist es Nevis, in Nordrhein-Westfalen ist es Edmond, es gibt Kursak, es gibt Emotube. In allen Ländern gibt es andere Systeme, aber alle Schulen sind in diesen Plattformen angemeldet und können dort kostenlos auf unseren Content zugreifen. Okay, das habe ich verstanden. Deine Tonqualität ist nach wie vor nicht so wahnsinnig riesig, aber wir kriegen das irgendwie hin. Vielleicht kannst du, während ich mit Fabian ein Stück plaudere, noch mal ein bisschen dein Mikro etwas weniger von der Impedanz her einstellen, dass es nicht so übersteuert. Aber wir kommen klar. Mein Gott, so ist die Zeit. Fabian, du machst den Quatsch nur wirklich selber. Eigentlich bist du ja Gamer, ne? Also du spielst ja so Spiele, wo, wenn ich ins Kinderzimmer, also naja, ist jetzt kein Kinderzimmer mehr, mein Sohn wird mich verprügeln heute, oje. Also wenn ich in sein Zimmer komme, ordnungsgemäß bei 17, muss man sich da schon ein bisschen ordentlich verhalten. Das ist dann so ein Spiel, wo ich eigentlich gern wieder rausgehe und sage, oh, Kinder, muss das jetzt wirklich sein? Aber du machst nicht nur sowas, sondern du machst auf YouTube auch andere Bereiche. Warum nicht nur Game? Weil ich auch gerade gemerkt habe, dass es eben viel Informationsbedarf gibt und gerade dieser Begriff des Influencers, der ja so oft benutzt wird, das geht oft in die falsche Richtung für mein Gefühl. Also Influencer nutzen für mein Gefühl ihren Influence viel zu oft nur dafür aus, um irgendwelche Produkte in Kameras zu halten. Und ich denke immer, ich habe halt schon ein vergleichsweise großes Publikum, denen ich auch gerne Sachen erkläre. Und wenn ich merke, was für ein Unfug teilweise verbreitet wird, dann habe ich ein großes Interesse daran, dagegen zu arbeiten. Gleichzeitig bin ich aber auch als Familienvater und Gamer in so einer komischen Schnittmenge, dass ich einerseits junge Leute verstehen kann, die sagen, ey, ich bin 17, möchte Ballerspiele spielen, mein Vater kommt nicht rein, ohne zu klopfen. Und andererseits aber eben auch die Eltern, die sagen, ach, mein Sohn sitzt da und spielt irgendwie was, ständig explodiert irgendwas, ich verstehe das alles gar nicht. Und deshalb habe ich eben auch ein Format, The Walking Dead, in dem ich erkläre, wie funktionieren diese neuen Medien, versuche da eben quasi Generationen zusammenzubringen, die ich beide verstehen kann, weil ich mit Füßen in beiden Generationen drin stehe, in den Gamern und in den Eltern. Das klingt komisch, aber irgendwie ist es so. Und dein Netzwerk sind nicht 600 Medienzentren, sondern dein Netzwerk sind wie viel 1000 Follower? Ungefähr. Also auf YouTube 316.000. 316.000, wenn man die 600 von Anita nimmt und hochrechnet, wie viele Schulen dranhängen. Also ungefähr die gleiche Reichweite, würde ich mal so fast sagen. Wahrscheinlich habt ihr eine ähnliche Reichweite. Das ist so ein komisches Wort, aber so ist es. Anita, nun, jetzt kann ja keiner drehen. Aber eigentlich wäre es jetzt nötig, all diese Verrücktheiten auch zu bearbeiten. Wie macht ihr das, wenn ihr da internationale Teams draußen habt, die im Moment eigentlich auch nicht arbeiten können? Habt ihr genug Material? Also erstens haben wir ein Archiv mit, ich weiß nicht, über 60.000 Filmclips. Aber wir können auch bestimmte Sachen drehen. Wir können ja auch im Studio drehen. Wir machen ja auch Filme zum Beispiel über das Mikroskopieren. Der Film ist gerade fertig geworden. Im letzten Jahr wurde auch viel gedreht, das wird jetzt auch fertig. Also es ist nicht so, dass die Arbeit brach liegt, aber im Moment legen wir trotzdem den Schwerpunkt auf diese interaktiven Sachen, die im Moment auch mehr gebraucht werden. Also wir haben die Zahl der Produktion da deutlich gesteigert nochmal, weil einfach ein enormer Bedarf da ist. Und interaktiv heißt auch, dass man zum Beispiel einen Film interaktiv macht. Und das finde ich gerade so spannend, also man muss sich das so vorstellen, dass man sich einen Lehrfilm anschaut, zum Beispiel über die Honigbiene. Und an bestimmten Stellen stoppt der Film und stellt dann Fragen zu dem, was man bisher gesehen hat. Und ich glaube, solche Tools bereichern den Unterricht ungemein. Und erst recht, wenn wir jetzt daran denken, dass die Schüler auch von zu Hause lernen müssen, dann sind solche Tools mega spannend, weil da können die Schüler sich auch noch selbst am Ende kontrollieren. Wenn sie den Film gesehen haben, die Fragen beantwortet haben, dann prüfen, ob sie alles richtig hatten. Und wie ist so deine Erfahrung? Wir wollen ja ein bisschen Mut machen. Hilft das tatsächlich auch diese Zeit dieses Fernlernens, die ja auch so ein bisschen tröge ist? Man sitzt zu Hause, man ist die Selbststeuerung, das müssen wir alle lernen, nicht nur unsere Kinder, sondern das müssen wir auch selber erstmal lernen, immer regelmäßig auch Dinge zu tun. Helfen denn diese interaktiven Dinge in dieser Zeit oder sagst du, naja, es ist so ein bisschen Zeitvertreib, aber es nutzt sich auch schnell ab? Ich glaube, dass sie wirklich helfen. Also wir bekommen auch von Schülern Feedbacks, die sagen, Mensch, nachdem ich die Aufgabe jetzt bei euch 5-mal durchgespielt habe, habe ich es endlich kapiert.
Das ist schon, ich meine, es gibt ja genug Studien, wie man lernt, und Übung. Es ist nicht nur ein blöder Druck, sondern es ist tatsächlich so. Durch Übung wird man Meister. Ich glaube, dass das sehr hilft und dass viel mehr Lehrer eigentlich wissen sollten, dass es dieses Material über ihre Landesplattform gibt. Dort, wo es bekannt ist und dort, wo sie existiert, ist der Zugriff extrem hoch. Also wir haben angefangen, als es einen Anfang der Corona im Landkreis Heinsberg. Die waren ja auf einen Schlag plötzlich alle im Homeoffice. Da hat gemeinsam mit den Medienzentren so viel gestartet und das war einfach am liebsten. Okay. Die Schulen und auch Schüler waren sehr, sehr dankbar für das Material. Das, wenn ich da kurz reingrätschen kann, ich glaube nämlich auch, dass Schüler da sehr dankbar sind, wenn es sowas gibt. Ich sehe es eben nur bei meinen Söhnen, die sind 8 und 10. Das ist eben alles noch ganz papierbasiert. Also ich drucke mir hier jeden Tag die Finger wund an Materialien. Und ich selber offensichtlich als Gamer bin davon überzeugt, man lernt nirgendwo besser als beim Spielen. Ich selbst weiß immer noch, seit 30 Jahren kenne ich alle Inseln und alle Häfen der Karibik, weil ich damals ein Piratenspiel hatte. Da fehlte mir die Karte, deshalb musste ich mir das alles merken. Und meine Söhne, gut, es ist eben auch schon spielerisch, aber ich habe gerade mal eins, ich halte es kurz in die Kamera, ist dann halt ein Kreuzworträtsel über die Bundesländer mit ihren Wappen. Für mich auch ganz interessant, lernt man auch mal wieder was. Aber dass eben die Antwort auf diese Situation eben gerade auch ist, naja, wir machen dann halt irgendwie Kreuzworträtsel und die können die sich ausdrucken. Das finde ich auch ein bisschen schade, denn klar, jetzt so schnell wird jetzt keiner schnell noch irgendwelche coolen deutschen Geografie-Apps programmieren, die dann auch so durch die Prüfmühlen der Schulsysteme müssen. Aber das ist jetzt vielleicht mal ein schöner Anlass, um sich zu überlegen, okay, was könnte man denn mal nebenher auch für den normalen Unterricht jetzt in Zeiten der Krise entwickeln, dass wir das eben auch parallel zum Unterricht nutzen können. Also mein 10-Jähriger, dem war jetzt so langweilig, der lernt jetzt durch eine App Klavier spielen. Und die funktioniert halt original wie diese Musikgames, die ich auch gerne spiele. Wenn du den richtigen Ton triffst, kriegst du ein Sternchen oder was. Und das hat 2 Wochen gedauert, jetzt spielt der Ode an die Freude. Also natürlich nicht in der kompletten Breite, aber immerhin. Okay, da wären wir jetzt noch gespannt drauf gewesen. Ja, lieber nicht. Ich glaube, da sind wir völlig auf derselben Wellenlänge. Ich glaube, dass das Lernen Spaß machen muss. Genau dieses Arbeitsblatt könnte ich mir auch interaktiv sofort zur Verfügung stellen. Ja, super. Ich nehme es. Und alles die ausdrucken. Mir geht es genauso. Ich habe 15-jährige Kinder, Zwillinge. Ich drucke auch jede Woche einmal 60 Seiten aus. Es ist zum Verzweifeln. Ja. Nur einfach die Information. Deswegen finde ich auch dieses Format so gut, dass ihr sowas initiiert habt, Thomas, dass man einfach mehr darüber informiert, dass es auch Material gibt, das genau so ein Arbeitsblatt spannend macht. Also das ist, glaube ich, dass man die Strecke suchen muss. Genauso wie du sagst, das behält man sein Leben lang. Ja. Das ist tatsächlich so, und es wird eben sehr viel auch über negative Aspekte gesprochen. Dabei gibt es ganz viele gute Beispiele, was ich sehr schade finde. Und da will ich ein bisschen nochmal hingehen und auch zu Fabian rübergehen. Tatsächlich ist ja das, was ich in der Anmoderation genannt habe, Feedback, extrem wichtig für Schülerinnen und Schüler. Und ich habe eine E-Mail gesehen, da sind dann auch schon die Anrede nicht mehr voll ausgeschrieben. Da wird der Schüler gar nicht mehr angesprochen, sondern da gibt es E-Mails, die bestehen aus 10 Buchstaben und davon sind einige dann 12 Punkte. Darüber freut sich der Vater bei einem Oberstufenschüler. 12 Punkte in einer Sprache, super, perfekt. Aber dass man sozusagen gar nichts mehr erfährt, und ich stelle mir so einen Siebtklässler vor, wie geht ihr, Fabian, und da können wir vielleicht was lernen, wir wollen ja Zuversicht verbreiten, wie geht ihr auf YouTube mit Feedback um? Weil ihr werdet ja zugeschüttet teilweise und dann immer die typische Geste, unten da habe ich alles, da könnt ihr reinschreiben. Wie macht ihr das? Vielleicht können wir was lernen. Das geht tatsächlich mit dem Job einher. Das macht es auch, auf den ersten Blick sagt man, ja, so YouTube ist ja alles trivialer Quatsch. Tatsächlich ist vieles auf YouTube trivialer Quatsch. Aber eben dieses Dauerfeedback, das gehört eben dazu, dass ich eben ständig und halt auch mitten in der Nacht Kommentare kriegen kann, auf die ich dann idealerweise auch reagieren muss, wenn ich eben ernst genommen werden will und wenn ich eben auch eine Community haben will, die noch weiterhin auch mit mir interagiert. Mhm. Das ist einfach so eine, da muss man Lust drauf haben. Ich kenne auch Kollegen, ehemalige Journalisten, die es versucht haben und gesagt, boah, nee, damit werde ich nicht fertig, mit diesem Dauerfeedback und immer quasi, dass der Chef
die Zuschauer immer da ist und ich das heißt, nie so wirklich Feierabend habe. Das heißt, du machst das auch wirklich oder hast du da 2, 3 Praktikanten sitzen, die jetzt hinter der grünen Wand sitzen und schon mal die Feedbacks? Nein, ich frage ganz offen. Das mache ich alles selber. Ich habe auch keine Admins, das heißt auf den ganzen anderen Plattformen, auch Instagram und so, das bin alles ich selber. So einen großen Zulauf habe ich da auch noch nicht, aber man kann sich, und das ist eigentlich schon wieder ein Thema für sich, man kann sich natürlich auch die Community ein bisschen erziehen. Und das habe ich, glaube ich, über die letzten Jahre auch geschafft. Also ich bin sehr stolz auf meine YouTube-Community, die sehr, sehr vernünftig ist, im Zweifel auch ein bisschen älter ist. Also da sind jetzt keine 12- und 14-Jährigen dabei, sondern alles erwachsene Menschen. Und die kommunizieren auch normal dann. Und ich nehme mir das tatsächlich auch raus, wenn man 10 Jahre Printjournalismus bringt es mit sich, dass ich nur auf Sachen reagiere, die halbwegs ordentlich geschrieben sind. Nehme mir dann auch raus zu sagen, wenn du mit mir sprechen willst, dann schreib mal einen richtigen Satz und nicht einfach nur ein Wort mit einem Fragezeichen oder mit 8 Fragezeichen hinten dran. Okay, wenn du richtig kommunizierst, kommuniziere ich auch richtig zurück. Und das klappt bei mir also super. Eigentlich bist du der perfekte Lehrer an der Stelle. Anita, Feedback, du bist ja nicht nur Geschäftsführerin der Medien-LB, da haben wir jetzt schon eine Menge erfahren, du bist auch noch im Vorstand vom Bündnis für Bildung und ihr habt ja ein großes Netzwerk. Zu dem Thema Feedback, wird bei euch daran gearbeitet? Gibt es da Impressionen, wo du sagst, auch da kann man was lernen? Ich habe hier solche Kärtchen, ne? Die, ach so, jetzt muss ich vielleicht doch mal meine Kamera anmachen, sonst siehst du die ja gar nicht. Also ich habe mir immer so Kärtchen hier hingelegt, da kann ich sagen, Anita, die Rakete. Ne? Oder ich habe natürlich für Fabian auch was, ne? Also ganz stark. Ja? Jawohl, also, ach, jawohl. Die Rakete hätte ich auch genommen. Warte, für dich habe ich natürlich auch noch sowas, der Komet, ne? Also Raketen und Kometen, da bin ich gut vorbereitet. Anita, nimm uns mal mit. Wie wird das Thema Feedback-Kultur in so einer neuen Zeit bei euch auch im Bündnis diskutiert? Also vielleicht nochmal generell zum Thema Feedback. Ich glaube, das ist ein Manko zurzeit. Das fehlende Feedback oder die fehlende Kommunikation zwischen den Schülern, die zu Hause sind, und den Lehrern. Ich glaube, die Schüler brauchen genauso wie die Lehrer diesen Austausch, sonst machen die Schüler nichts. Und das ist auch nachvollziehbar, weil das Homeschooling und Homeoffice muss gelernt werden. Diese Selbstverständlichkeit, was zu tun, ist etwas, was man lernen muss. Und jetzt nochmal zurück auf das Thema Feedback zu kommen. Na klar, Feedback ist bei uns total das Thema. Wir haben alle 2 Wochen mindestens Online-Konferenzen und überlegen, wie können wir Hilfestellungen geben, was können wir tun, damit die Kommunikation zwischen den einzelnen Instituten und Instanzen deutlich besser wird. Und gibt es ein Beispiel, wo du sagst, also außer den Kärtchen, die ich jetzt immer bei mir liegen habe, gibt es auch sowas, wo du sagst, das ist so ein einfacher Trick, wie man mit Feedback eigentlich ganz gut vorankommt? Ja, also deine Kärtchen habe ich auch. Da gibt es ja die GmK, die hat solche Kärtchen als Vorlage gemacht, die man gut in Videokonferenzen nutzen kann. Wir haben ja auch den Chatraum. Die meisten Videokonferenzen nutzen das ja an, dass man sofort Feedback geben kann. In allen einfachsten Chats- oder Videokonferenzsystemen gibt es ja die Handzeichen. Also es gibt genug Möglichkeiten, je nachdem, welche Tool man dafür nutzt. Ja, Fabian zuckt immer mal so, weil tatsächlich wir ein paar ganz schöne Tonstörungen auf der Spur haben, wenn du sprichst. Aber das liegt daran, dass eure 600 Medienzentren natürlich jetzt alle auf eure Medien zugreifen. Ich glaube, dass wir das schon schaffen. Es geht ja um den Inhalt. Wenn man aber den Kopfhörer so nah hat, dann muss man schon manchmal so ein bisschen zucken. Das ist aber nicht so schlimm. Ich will weitergehen zu einem Thema, was auch extrem wichtig ist, außer Feedback. Wir haben es so leicht gestriffen noch, aber Verantwortung. Fabian, du hast 300.000, es gibt andere, die haben 2 Millionen und es gibt auch Vegan-Bloggerinnen, die 20 Millionen pro Tag erreichen und ihre Themen dann durch die Gegend pusten, ob sie nun sehr sinnvoll sind oder nicht. Wie gehst du mit dem Thema Verantwortung um? Ist dir das bewusst oder sagst du, naja, man wird ja so, ist meine Meinung und Verantwortung, ja, ja. Ich nehme das schon sehr ernst, gehe da schon auch sehr bewusst mit, denn ich Onkel, der gesagt hat, mit großer Reichweite geht auch große Verantwortung mit einher. Und das kommt natürlich sehr darauf an, was man auch für Inhalte macht. Also wenn du triviales Gaming machst, dann wirst du oft mal sagen, okay, aus dem ich habe jetzt gar nicht die Plattform, um irgendwie über Politik oder Gesundheit zu sprechen. Je breiter man thematisch aufgestellt wird, desto eher gibt es natürlich Bereiche, über die man dann reden will. Ich habe aber schon sehr früh gesagt,
ich möchte diese Plattform eben auch nutzen, um auch meine Meinung zu sagen. Und habe das teilweise auch verknüpft. Ich habe zum Beispiel ein Tutorial, also ein Erklärvideo über ein Militärspiel gemacht, wo es darum ging, wie man kein Depp in diesem Spiel ist. Und habe immer, wenn ich Depp im Video gesagt habe, für Millisekunden Bilder der AfD eingeblendet, von Pegida eingeblendet, von Trump eingeblendet und so weiter. War eine politische Botschaft dahinter. Sehr, sehr, sagen wir mal, plump, beziehungsweise ohne großen Mehrwert, aber schon. Und da habe ich das Feedback bekommen, da sind wir wieder beim Feedback. Ja, wir wollen das eigentlich bei dir gar nicht. Wir wollen eigentlich Gaming und Unterhaltung und Politik ist doch so viel um uns rum. Warum denn jetzt hier auch noch? Und ich habe damals gesagt, die Zeiten sind halt vorbei, wo man sagen kann, die Politik ist da draußen, hier drin ist nur Gaming. Und da muss eben meiner Meinung nach jeder eben auch seiner Verantwortung dahingehend gerecht werden und dann eben auch gegen Rassismus sprechen. Und ich kenne aber auch YouTuber, die sagen, ah, das ist mir zu heikel, kenne ich mich vielleicht nicht so drin aus in dem Bereich. Ich möchte auch niemanden vor den Kopf stoßen, insbesondere keine Reichweite verlieren, denn das ist ja die Währung des Influencers. Je heikler die Themen werden, desto eher sagt vielleicht ein Werbekunde, ah, mit dem lieber nicht. Ich habe immer gesagt, nee, das gehört bei mir einfach auch mit dazu, weil ich eben diese Verantwortung ernst nehme. Ja, wir haben Anita gerade verloren. Oh nein! Ja, juhu, jetzt bin ich ganz groß im Bild. Ja, du bist jetzt ganz groß, übergroß und der Frühling hinter dir auch. Aber dann kann ich mit dir noch ein bisschen. Da bist du ja wieder. Du warst kurzfristig verschwunden. Gut, da bist du wieder. Wir haben gerade ein bisschen über Verantwortung gesprochen und dass Fabian sagt, er ist schon auch seiner Verantwortung bewusst und dass er eben aber auch politische Meinungen kundtut und auch keine Angst davor hat, zu sagen, ich bin eben jemand, der möchte sich hier auch stark machen für die Rechte von Minderheiten oder bin eben gegen irgendwelches rechtsradikale Geschrei und dann muss man das aushalten. Machen nicht alle, das stimmt, man verliert auch Reichweite. Nun seid ihr ja, Anita, jemand, die sozusagen Vertrauen nicht nur im Pflichtenheft haben, sondern ihr seid ja so auch ein bisschen entstanden. Wir haben mal ein bisschen drüber geplauscht, wie das so entstanden ist alles. Also eure Inhalte sind ja wirklich auch geprüft. Ihr seid eine Institution, die auch Vertrauen schafft. Bleibt bei Vertrauen der Spaß und vielleicht auch das Schräge auf der Strecke? Also bügelt, müsst ihr zu sehr glatt bügeln oder könnt ihr auch zuspitzen? Also ich glaube, man muss die Waagschale halten, um das vorsichtig auszudrücken. Es kann nicht zu viel experimentiert werden, weil wir wirklich immer am Lehrplan arbeiten zum Beispiel. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, das Thema Verantwortung ist was ganz Großes. Also wir sind ja verantwortlich für das Material, was da in die Schulen kommt. Und da darf keine Werbung drin sein und da darf keine politische Partei drin sein. Und dafür übernehmen wir die Verantwortung und die Garantie und unsere Medienzentren prüfen das. Du hast das richtig gesagt, es gibt ja auch Medienbegutachtungskommissionen, wo wir unser Material komplett immer einreichen, sodass gesichert ist, dass in Schule nur wirklich korrektes, fehlerfreies, lehrplanzentrales, gutes Material ankommt. Ist natürlich auch klar, dass dann Themen in gewisser Weise gar nicht gespielt sind, weil sie schwer wertfrei zu behandeln sind. Das ganze Thema der Verschwörungstheorien kann man ja schwer abstrakt machen, wenn man nicht doch jetzt wirklich mal reingeht und mal auch auf den Punkt drückt und das mal auseinander nimmt. Das heißt, sowas wird dann eigentlich anderen Medien eher überlassen. Ich will es quasi verstehen. Ja, also in Form von Interviews könnte man das durchaus reinbringen, dass jemand ein Statement bringt, aber wir können natürlich keine Position beziehen. Wir werden da absolut neutral bleiben. Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist auch gut so. Das muss ich zum Glück ja nicht. Ich kann ja zum Glück immer meine Meinung sagen. Da bin ich ganz dankbar drüber tatsächlich. Ja, Fabian, davor hat auch jeder Angst, wenn er sich mit dir in so einen Chat begibt, weil man ja nicht weiß, was du gerade tust. Bei Anita bin ich mir ganz sicher, das kann überhaupt nicht schief gehen. Nein, Quatsch. Das ist ja. Thomas, es ist so ein bisschen Drahtseilakt. Also wenn wir zum Beispiel was zum Thema Tierschutz machen, dann haben wir Redakteure, die wahnsinnig engagiert sind und da muss man dann auch gucken, dass man wirklich neutral bleibt. Also dass man wirklich alle Seiten darstellt.
Ja, das. Auch wenn das Herz von einem selbst ganz klar zu einer Seite schlägt. Ja, das denke ich auch. Und es gibt einfach ganz viele Themen, die eben sehr zugespitzt sind. Und da tut es aber auch gut, wenn man ein bisschen eine neutrale Position auch mal einnehmen kann. Gerade beim Thema Tierschutz, da wissen ja alle, die mich hier sehen, da bin ich ganz, ganz nah dran, weil ich ja selber auch Tiere habe, also eine Rinderherde. Und was dort passiert, darüber will ich gar nicht sprechen. Da gibt es keine neutrale Position, aber die braucht man, um die Augen wieder aufzumachen, zu sagen, wie soll denn zum Beispiel eben auch Fleischproduktion oder Bewirtschaftung unter den höchsten Anforderungen von Tierwohl stattfinden. Aber Fabian, bei euch da in den Spielen, da will ich noch mal kurz rüber. Wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Da will ich noch mal rüber. Du bist ja auch Gamer. Glaubst du, dass man Eltern Mut machen kann, dass man beim Spielen was lernt, außer seinen Finger schnell zu bewegen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorhin dieses etwas absurde Beispiel meiner Geografiekenntnisse auf Basis eines Piraten-Abenteuerspiels. Ich war logischerweise oder naheliegenderweise schon immer sehr offen, was irgendwie Lern-Apps für Kinder auch angeht. Mein jetzt 10-Jähriger, der konnte schon mit 2, 3 konnte der schon erste Sachen schreiben und lesen, weil er halt so eine App hatte, wo er dann Buchstaben gelernt hat und so weiter. Und das sind so die naheliegendsten Sachen, sind natürlich die Hand-Augen-Koordination, räumliche Vorstellung, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Ich glaube aber mittlerweile ist das Spektrum an Spielangeboten auch wirklich so groß, dass du auch ganz spezielle Skills, die da eben erwerben kannst. Meine Söhne sitzen gerade in der Küche und spielen zusammen Minecraft. Das ist ja wie virtuelles Lego. Und die bauen da wirklich Welten zusammen. Eben der eine am PC, der andere auf der Switch. Das heißt, die lernen nicht nur zusammenspielen, die lernen eben auch Frustrationstoleranz. Also eben gab es großes Geschrei, weil irgendwas ineinander gestürzt ist, was er jetzt alles nochmal neu bauen muss. Und die lernen aber eben auch an einem Thema dran zu bleiben. Okay, das ist jetzt ein Riesenprojekt und das ist nicht in 10 Minuten fertig, sondern da sitze ich jetzt mal ein paar Tage dran und dann habe ich nachher ein tolles Schloss gebaut. Und das ist eben nur so sind so diese Basic Skills, sag ich mal, die du dann lernst. Und dann kommt natürlich noch Fachwissen dazu. Ich glaube, eine der entscheidenden Kompetenzen, die man eben hier trainieren kann, zeige ich auch wieder in die Kamera, ist Kreativität, weil das ist genau das, was in den Spielen stattfindet. Danke für das Stichwort. Minecraft war nicht abgesprochen. Bei mir weiß man nie. Ja, ich sage es, bevor ich Anita nochmal sozusagen nach den Chancen aus der Krise frage. Ich sage schon mal ganz leise, dass es keiner mitbekommt. Am Freitag starten wir mit Microsoft zusammen einen Minecraft-Wettbewerb Blockhelden gesucht mit Minecraft Education. 100 Startplätze, aber nicht verraten, erst Freitag. Ja? Das kann nicht passieren. Anita, was? 20 Leute haben es gesehen. 20 Leute. Okay. Jetzt nur noch 19. Ja, okay. Anita, was bleibt? Also siehst du, wenn wir jetzt daran denken, was aus dieser verrückten Zeit bleibt, siehst du da eher, dass das alles wieder zurückfällt und wir wieder in das alte Lernen zurückkommen, so wie es auch vielleicht im Februar oder Januar eher üblich war? Oder siehst du eher die Chance, dass eine ganze Menge von diesen neuen Lernformen auch natürlich auch dann geprüft und sich weiterentwickeln bleiben? Also meine große Angst ist, dass es genauso weitergeht wie vor ein paar Monaten. Meine große Hoffnung ist, dass wir tatsächlich jetzt viele, viele Lehrer an die neuen Technologien herangeführt haben. Weil wir einfach die Chance nutzen mussten, auch Videokonferenzen zum Beispiel mit den Schülern zu führen, auch andere Möglichkeiten. Also ich finde zum Beispiel, wir haben ja eben über die Arbeitsblätter gesprochen, diese 60 Seiten, die Schüler pro Woche aufbekommen. Das hat sich im Laufe der letzten Wochen tatsächlich deutlich verbessert. Also die Inhalte sind, zumindest die, die wir bekommen, deutlich Richtung Digitalisierung gegangen. Wenn wir jetzt noch ein Jahr hätten, ich glaube, dann wären wir super weit. Die Frage ist tatsächlich, hört das komplett wieder auf oder arbeiten die Lehrkräfte jetzt genauso weiter, wie wir jetzt schon die ersten Schritte gegangen sind? Okay. Ja, wenn ich dazu kurz was reinwerfen darf, denn ich schaue natürlich, ich habe hier meinen zweiten Monitor, wo ich immer auch auf die Kommentare schaue. Wir hatten nämlich vorhin auch den Kommentar, da hat jemand gesagt, ja, Abi 2016, also gar nicht so lange her, aber trotzdem noch ganz klassisch Abi gemacht, weil eben einfach die Lehrer das nicht auf dem Schirm hatten, was es für neue Möglichkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, heutzutage immer noch ein Problem. Und da ist jetzt ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt eben, wenn alle gezwungen sind, mal ein bisschen was anders zu machen, dass es dann vielleicht zukünftig besser wird.
Das ist doch ein schöner, zuversichtlicher Ausblick. Ich glaube tatsächlich auch, dass es besser wird und dass wir nicht einfach wieder die Zeit zurückschrauben. Nicht nur deshalb, weil wir ganz sicher ein neues Schuljahr haben werden, womit ich schon meine Abschlussmoderation beginne, ein neues Schuljahr haben werden, was davon auch leben wird, dass es hybride Systeme geben wird. Ich glaube, das Thema Fernlernen wird zum Glück nicht vollständig verschwinden und damit wird auch schleichend, glaube ich, werden die Angebote besser und es wird auch insgesamt mehr mit Medien gearbeitet. Viele, viele arbeiten an neuen Ideen, an neuen Anwendungen. Die digitalen Schulbücher haben einen Sprung nach vorne gemacht. Die Medien-LB hat einen großen Sprung mit ihren Interaktiven nach vorne gemacht. Viele YouTuber sind mit dabei. Ich bedanke mich bei euch beiden. Anita und Fabian, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mit Zuversicht aus der Krise. Ich glaube, zusammen mit meinen Diskutanten hier bei uns schaffen wir das. Vielen Dank an Microsoft, dass wir das hier machen dürfen. Und nun schauen wir mal, wie es ab Freitag dann in Minecraft vorangeht. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.